Herzlich willkommen bei Kraftbaum, dem Podcast auf deinem Weg zu tiefer Naturverbundenheit. Das Thema der Hochsensibilität hat nach meinem Empfinden in den letzten Jahren stark an Aufmerksamkeit gewonnen. Damit werden aber oftmals nicht nur positive Eigenschaften verbunden. Dass Hochsensibilität, die Sensibilität, die Feinfühligkeit aber sehr wohl ein Geschenk sein kann und wie diese Qualitäten in der Natur ganz besonders zu spüren sind, wie uns die Natur dabei auch unterstützen kann, unsere Sinne zu öffnen, unsere Wahrnehmung zu trainieren, das erfahren wir in der heutigen Episode. Im heutigen Gespräch darf ich Stefanie Rübke vom Podcast Hochsensibel au Jahr begrüßen. Wir beide haben uns vor über 2,5 Jahren, würde ich so in etwa sagen, kennengelernt. Und zwar waren wir beide so in der Geburtsstunde unserer Podcasts. Und seitdem sind wir immer mal wieder im Kontakt. Und ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen, liebe Stefanie. Ja, hallo liebe Sandra, ich freue mich auch. Das ist wirklich eine tolle Sache, dass du mich jetzt mal eingeladen hast fürs Interview. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Eben, wie schon gesagt, wir sind ja immer mal wieder im Austausch und wir haben zwei unterschiedliche Themen und doch so vieles gemeinsam. Denn diese Hochsensibilität, die du da in deinem Podcast ansprichst, das ist mir sehr wohl nicht fremd. Und ja, deshalb habe ich dich einfach eingeladen, mal über dieses Thema in Bezug auf die Wahrnehmung der Natur zu sprechen. Wie ist es für dich als Hochsensible, in der Natur zu sein? Was gibt dir das? Welchen Ausgleich vielleicht findest du da? Und so weiter. Aber erst einmal, Stefanie, ich habe dich ja nur ganz kurz vorgestellt. Magst du dich vielleicht noch etwas ausführlicher vorstellen? Wer bist du? Wie nimmst du dich selbst wahr? Ja, also mein Name ist Stefanie und ich mache den Podcast Hochsensibel au Jahr. Oft auch gemeinsam mit Christiane Rogel. Die ist ein Coach und wir ergänzen uns da ganz gut. Sie macht Coaching für Menschen. Benutze mittlerweile gar nicht mehr so gerne den Begriff Hochsensibilität, weil der so besetzt und belegt ist und für mich auch jeder Mensch diese sensiblen Anlagen hat und eben in bestimmten Bereichen hat jeder Mensch auch hochsensible Anlagen. Also da ist es besonders stark ausgeprägt. Ich sag gerne feinsinnig. Also jedenfalls, ich mache das mit der Christiane zusammen und wir beantworten dann auch Fragen. Und das ist mir so ein Herzensanliegen, die Sensibilität in einem bereichernden, positiven, schönen Licht darzustellen, weil ich das immer so empfunden habe. Und jetzt in Bezug auf die Natur, da hatte ich dich ja auch schon mal im Podcast im Interview, weil ich auch diese Parallelen so gesehen habe und du auch ein Interesse hattest an ähnlichen Themen, wo wir beiden drüber uns unterhalten haben, wie nehmen wir die Welt wahr oder wie nehmen wir die Natur wahr. Und das fand ich auch sehr schön. Und ich finde, dass eigentlich eine Schnittmenge von der Sensibilität und der Natur, weil die sich beide so ergänzen oder wie soll man, bereichern. Und deshalb finde ich das ganz schön, dass wir das jetzt mal andersrum machen. Genau, und du hast im Vorgespräch so ganz nebenbei erwähnt, ja, hier, ich habe eine wunderschöne Wohnung mitten in der Stadt, sehr zentral gelegen. Ich sehe hier über die Dächer der Häuser, aber ich sehe auch auf das Grün. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste doch etwas mehr aus der Stadt raus. Ich glaube, ich brauche für mich selber mehr Grün, mehr Natur. Mhm. Ja, wie hat sich das bei dir so gezeigt? Also weshalb zieht es dich mehr ins Grün? Was findest du da für dich? Was finde ich da für mich?
habe ich auch schon drüber nachgedacht vorher, wie ich das genau in Worte fassen kann. Für mich ist das auf jeden Fall ein Energiespender. Und dazu muss man wissen, ich bin auf einem Dorf groß geworden, wirklich einem kleinen 300-Seelendorf in der Pampa, Norddeutschland, auf einem Bauernhof. Das heißt, ich war da ganz selbstverständlich in diesen Natur, in dieser Naturumgebung, wobei jetzt aufgrund dieser dieses landwirtschaftlichen Hintergrundes in meiner Familie eigentlich jetzt nicht so per se ein ganz wertschätzender Blick darauf war, sondern das waren einfach auch Nutz. Es wurde genutzt, die Natur wurde genutzt, sage ich mal, ja. Aber ich war ganz viel draußen. Und ich bin dann auch immer mit im Garten gewesen und im Wald gewesen und auf den Feldern gewesen mit meinen Eltern. Und da haben schon auch meine Eltern mir vermittelt, wie schön das immer ist, wenn etwas wächst und wenn es reif wird und wenn wir das ernten können. Also das, damit bin ich aufgewachsen und wir waren eben auch täglich im Grunde in der Natur. Und meine Erinnerung mit der Natur ist da in erster Linie, dass ich das so bewusst selber erlebt habe, dass mir das gut tut, dass ich als Jugendliche, da hatte ich eine Zeit, da ging es mir nicht gut. Da war ich mich oft allein gefühlt und unverstanden und einsam auch. Und da war ich, glaube ich, 14 oder 15 und irgendwie habe ich plötzlich den Impuls verspürt, in den Wald zu fahren. Und da hat immer meine Mutter noch zu mir gesagt, oh, du kannst doch nicht allein in den Wald fahren, da könnte was passieren. Und ich habe gesagt, was soll denn da passieren? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendjemand steht und stundenlang darauf wartet, dass da jemand vorbeikommt, sondern ich bin da einfach hingefahren, weil ich gespürt habe, dass mir das total gut tut und dass ich immer entspannter war und ruhiger war, wenn ich da wieder weggefahren bin. Also es ging mir immer besser hinterher. Und von daher habe ich erstmal zum Wald schon mein ganzes Leben lang einen besonderen Zugang. Ja, das ist als ganz positiv besetzt. Und hinzu kommt, dass ich so einen grünen Daumen habe. Also ich habe schon immer ganz viel mit Pflanzen zu tun, habe immer ganz viel Pflanzen um mich rum gehabt und kümmere mich darum und kann da auch ganz viel wahrnehmen, so was die brauchen und so weiter. Ja. Wenn du jetzt an deine Kindheit zurückdenkst, würdest du da von dir behaupten, du hättest da eine andere Wahrnehmung auch gehabt in der Natur als deine Geschwister oder der Rest der Familie? Ja, was ich weiß, ist, dass ich früher die Aura auch um die Pflanzen gesehen habe als Kind und dass ich da anderen von erzählt habe. Aber die Rückmeldung war immer, das hat keiner ernst genommen. Und ich bin auch dafür ausgelacht worden von einer Freundin. Also das ist eine Situation, an die ich mich konkret erinnere. Und auch von meinem Großvater. Und dann habe ich auch aufgehört, mich damit zu beschäftigen. Also dann habe ich es quasi auch weggeschoben, sodass ich dann auch nur noch mich auf die Dinge fokussiert habe, die ich wirklich mit meinem äußeren Auge sehe, was ich höre und so weiter. Ich glaube, das hat dann erst wieder so als Jugendliche angefangen, dass ich gespürt habe, hier ist einfach eine gute Energie. Und dann später als so in Studentenzeiten, wo ich gemerkt habe, ich habe immer so eine Anziehung gehabt zu diesen Themen, wo es um Magie ging, wo es um Dinge ging, die über die Wahrnehmung der fünf Sinne hinausging. Das hat mich immer fasziniert. Und da bin ich dann eben so langsam wieder mehr auch auf diese Wahrnehmungen zurückgekommen, was die Natur ist. Dann bin ich auch oft, damals, als ich studiert habe in der Stadt, auch immer wieder in den Wald gefahren. Allerdings immer aus der Stadt raus, erstmal mit dem Auto. Und ja, das finde ich mittlerweile ein bisschen anstrengend.
Ich würde mittlerweile lieber wieder näher an der Natur leben, nicht in einem Park, sondern wirklich an Feld und Wald und Wiesen. Also ich fahre mittlerweile sehr oft auch wieder zur Familie. Ich habe da auch noch Verwandte und bin dann dort und lege da Wert drauf, wirklich auch täglich dann mitten in Feld, Wald und Wiesen zu sein. Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Beispiel zurückkommen, wo du sagst, du hättest die Aura der Bäume zum Beispiel wahrnehmen können. Und diese Warnung hast du wie weggedrückt. Wie ist das denn heute? Kannst du diese Wahrnehmung wieder zu dir nehmen? Also konntest du die wieder verfeinern? Ja, konnte ich wieder verfeinern. Das ist aber so allgemein, dass ich meine Wahrnehmung wieder mehr erlaubt habe im Grunde im Laufe der Jahre, ja, weil ich dann gemerkt habe, es gibt so eine Faszination und ich habe dann eben auch immer wieder festgestellt, wie schön das für mich ist und was es für Vorteile hat. Und ich habe jetzt gerade vor kurzem, war ich mit Christiane, also die auch da im Podcast mitarbeitet, im Wald. Und ich hatte sie gebeten, mal ein Foto von mir zu machen. Wir saßen an so einem schönen Baum, wir haben da Picknick gemacht. Und ein Foto von mir zu machen, wie ich an dem Baum da lehne. Und dann habe ich den so umarmt. Und es hat relativ lange gedauert, bis das so fertig war mit den Kamera rausholen und die richtige Position und so weiter. Und ich habe zum ersten Mal so bewusst lange diesen Baum umarmt. Und plötzlich habe ich gedacht, ui, ich werde ganz ruhig. Ich werde plötzlich ganz ruhig. Und habe das nochmal wieder so bewusst wahrgenommen. Also auf diese Art, das zu fühlen, ja, was dieser Baum auch für eine Wirkung auf mich hat. Und was ich eben auch im Laufe der letzten Jahre festgestellt habe, jetzt so was meine Pflanzen angeht hier zu Hause, ich kann das immer fühlen, wenn irgendjemand Wasser braucht. Ich kann das fühlen, wenn irgendjemand von den Pflanzen Dünger braucht oder Zuwendung oder muss umgetopft werden. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Es zieht dann so mein Blick dahin und dann denke ich, was ist denn mit dir los? Du brauchst irgendwas. Und dann kümmere ich mich darum. Also du brauchst da keinen Gießplan, sondern du gehst da wirklich ganz intuitiv vor. Und wenn das völlig unregelmäßig ist, aber du spürst, wenn die Pflanzen was benötigen, wenn die nach Wasser schreien sozusagen. Also spätestens dann, ne? Sie kriegen aber auch sonst Zuwendung. Und bevor sie schreien. Ja, und was ich auch feststelle immer wieder ist, es tut mir richtig körperlich weh, wenn ich sehe, wie so ganz brutal mit Pflanzen umgegangen wird. Oder letztens ist mal so ein Baum gefällt worden. Da habe ich zugeguckt, weil das so in Sichtweite war. Ich merke, das tut mir weh. Ja, so zum Beispiel, auf diese Art nehme ich das wahr. Das fand ich diesen Frühjahr bei uns ganz interessant. Bei uns wurden zwei riesige, wirkliche, riesige Bäume gefällt. Das war absolut ohne Vorankündigung und all die Menschen, die in diesem Haus wohnen, die waren sehr betroffen davon. Aber ich wusste auch, ja, wir im Haus, wir sind halt so nah diesen Bäumen, die waren immer voll mit ganz Scharen von Vögeln. Es war schon ein Teil von uns. Aber die Wochen danach, das war für mich so schön zu sehen, wie oft das Spaziergänger, die vorbeigingen, mich auf die Bäume angesprochen haben. Und sagen, Issi, was ist mit denen geschehen? Wieso sind die Bäume weg? Also da zu spüren, wie vielen Menschen eben diese Pflanzen doch so ans Herz gewachsen sind, obwohl die nur vorbeispazieren mit ihren Hunden. Und ich habe da echt gespürt, dass da in vielen, vielen Menschen viel mehr drin steckt als nur, ah, das ist so ein Ding da, so ein Objekt, ein Baum. Die haben echt auch ein bisschen mitgelitten. Und auch die Kinder. Ja. Wie die Kinder gekommen sind und nicht nur einfach, oh, mein Kletterbaum ist weg oder mein Versteckbaum ist jetzt nicht mehr da, sondern wirklich auch Traurigkeit äußern konnten. Traurigkeit, dass diese Baumfreunde jetzt weg sind.
Das fand ich ganz schön, das mal so zu hören, wie viele Menschen sich eigentlich wirklich auch mit Pflanzen verbunden fühlen. Ja, mir fällt gerade ein, auch in der Stadt bei uns sind auch letztes Jahr relativ im Zentrum, da war so ein Platz, da standen eben aber auch, weiß ich nicht, 10 Bäume vielleicht drauf, auch größere alte, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und plötzlich waren die weg. Und habe ich auch gemerkt, also erstmal was, wie ich das empfinde, da, das ist, da ist so ein Loch entstanden. Also ich merke das immer körperlich, es schmerzt mich. Also mich schmerzt das einfach und auch von den Reaktionen der anderen habe ich es gehört. Wenn da ein Haus abgerissen wird, ja, da steht eine Lücke, dann, also das ist eine ganz andere Beziehung dazu. Dann sagt man auch vielleicht, okay, dieses Haus, fand ich ganz schön, aber ich habe dann niemanden gehört, der gesagt hat, ich habe dieses Haus geliebt. Aber viele Menschen, die dann sagen, ja, ich habe so eine besondere Beziehung zu diesen Bäumen, ich liebe sie. Ja, das stimmt. Na? Ja. Jetzt, Stefanie, du hast ja ganz viel Kontakt mit anderen hochsensitiven Menschen. Hörst du auch von da Stimmen in Beziehung zur Natur? Also wie ihnen die Natur vielleicht auch helfen kann, auf ihrem Weg eben zu mehr Ruhe zu kommen. Ja, habe ich. Also sowohl die Christiana, die auch, die zum Beispiel schon immer Wert darauf gelegt hat, außerhalb oder am Rand der Stadt zu leben, aus dem Grund, weil die eben auch ganz viel Gänge in die Natur macht, die ihr gut tun. Für die war das ihr ganzes Leben lang da ein wichtiger Faktor. Oder auch in meinem Umfeld, dass ich Freunde habe, die jetzt aus der Stadt sagen, ich muss mal wieder rausfahren, über Land fahren. Alleine schon über Land zu fahren mit dem Auto. Fällt mir jetzt gerade eine Freundin ein, das tut der immer so gut, dieses Grün zu sehen, die Felder zu sehen, die Weite zu sehen, ja. Und ja, bei mir in der Familie gibt es natürlich auch ein paar sehr sensible Menschen. Und die sind eigentlich alle auch immer wieder, ja, die sagen immer, wie wichtig das ihnen ist, so draußen in der Natur zu sein, ohne dass sie das vielleicht konkret benennen können. Aber sie merken einfach, es geht ihnen dort besser. Ne? Und das ist ja auch ein Kriterium von Wahrnehmung. Also fühle ich mich wohler, wenn ich mich in der Stadt aufhalte oder fühle ich mich überwiegend wohler, wenn ich mich in der Natur aufhalte. Und was denkst du, was steckt da vor allem auch dahinter? Also, dass sich vielleicht die Menschen, die eben so viel wahrnehmen können, dass die sich besser abgrenzen können oder dass ihre Wahrnehmungskanäle da offener sein können oder was ist es, dass sie da so wieder in die Waagschale bringen lässt? Für mich ist es so, wenn ich sage, ich möchte konkret raus in den Wald, richtig in den Wald, ja, nicht jetzt im Stadtpark oder so, dann bedeutet das für mich, ich möchte da auch mit mir sein. Also alleine sein ist jetzt vielleicht ein falscher Begriff, weil da können ja auch andere Menschen sein, aber ich habe da eher die Möglichkeit, bei mir zu sein, meine Wahrnehmung auf mich zu richten und mich wahrzunehmen. Das ist das eine, weil eben nicht mehr so viel im Außen, sage ich mal, ein Angeboten da ist, wo meine Aufmerksamkeit hingeht könnte. Das ist das eine. Dann dieses Grün finde ich auch sehr, sehr beruhigend und nährend. Ich empfinde das als ja energiespendend. Und letztens habe ich auch mal gehört, dass die Natur oder auch im Wald, dass da so ein energetischer Gleichstrom ist, dass da so der Frequenzbereich gleich bleibt im Gegensatz zu einer Stadt, wo das sich ändert. Wobei ich jetzt diesen physikalischen Sachen keine Ahnung habe, aber es hat mich angesprochen, weil ich das auch so empfinde. Da entsteht ja so ein ruhiger Gleichstrom. Ich kann mit diesem Wort gut mitgehen. So empfinde ich das. Und wenn du jetzt deinen Hörern einen Tipp mitgeben würdest, möchtest,
Was gibst du denen mit für ihre Naturgänge? Sich dafür Zeit zu nehmen und das bewusst auch mal in den Wald zu gehen, um zu hören, zu sehen, zu riechen, zu schmecken, das einfach bewusst zu erleben, sich die Zeit zu nehmen, weil als ich als Jugendliche damit anfing, da war ich so mit mir selber beschäftigt, dass ich fast die meiste Zeit nur Selbstgespräche geführt habe. Ich habe zwar gemerkt, dass mir die Energie des Waldes sehr, sehr gut tut, aber ich habe mich nicht so in dem Sinne darauf einlassen können. Und ich glaube, dass das nochmal viel wertvoller ist und nochmal viel bereichernder, sich dafür wirklich Zeit zu nehmen, bewusst zu sagen, ich möchte das jetzt hier wahrnehmen, was hier alles an positiver Energie für mich da ist. Und du möchtest ja in deinem Podcast die Menschen auch ermuntern, zu diesen Qualitäten zu stehen oder die so richtig schätzen zu lernen. Und da hilft ja vielleicht das Sein in der Natur auch, weil wir uns da besser auf diese Wahrnehmung konzentrieren können. Mhm. Da ist nicht so viel Ablenkung rundherum. Da ist nicht so viel Ablenkung, ne? Das stimmt. Und was ich auch noch empfinde, das Besondere im Wald jetzt für mich, ist, dass dort diese Verbundenheit so spürbar wird. Verbundenheit von allen. Also da siehst du, oder ich sehe das jetzt, wenn ich in den Wald gehe, wie die Pflanzen und die Moose und die Bäume und die Gräser und der Boden, dass das alles so miteinander verwoben ist. So, das ist erstmal schon mal sichtbar. Und ich empfinde es auch spürbar, dass da so eine Harmonie herrscht. Ich kann das nicht beschreiben. Ich suche gerade nach den Worten. Sandra, wie würdest du das jetzt beschreiben? Dass da so eine Harmonie herrscht, dass alles miteinander verbunden ist und ich kann mich da andocken. Und dann spüre ich auch diese Verbundenheit. Die kann ich viel besser dort spüren, als wenn ich in der Stadt bin, ist das schwieriger mit, ne, mit den ganzen Ablenkungen. Für mich ist es so ein Gefühl von All-Eins-Sein jeweils. Also wirklich dieses, wir sind mit allem verbunden und alles ist mit allem verbunden. Das spüre ich in der Natur schon ganz, ganz deutlich intensiv. Genau. Wir sind auch ein Teil davon, genau. Und hochsensitive Menschen, die haben ja auch oftmals einen Sinn so ganz ausgeprägt. Und da könnte ich mir auch vorstellen, also ich denke da zum Beispiel an unsere Tochter, die ist ein Nasenkind. Nein, das darf ich nicht mehr sagen, Kind. Sie hat mir erklärt, ab 10 ist man Teenager und sie ist schon 14. Also ein Nasenteenager. Ja. Und die riecht alles so intensiv. Und das ist ja was, was in der Natur, also die Nase wird ja in der Natur so verwöhnt mit Gerüchen. Oh, da kannst du nur einfach tief, tief durchatmen. Ja, wirklich. Wunderschöne Gerüche. Und auch daher denke ich, bietet die Natur schon Erholung pur für solche Menschen, die sich eben gerade im Geruch sind, zum Beispiel sehr zu Hause fühlen, aber auch in den anderen Sinnen, ganz klar. Mm. Also mir persönlich, mir fällt es einfach sehr leicht, mich tief auch mal auf den einen oder anderen Sinn zu fokussieren. Es fällt mir viel, viel leichter als in einer überfüllten Straßenbahn. Ich versuche das da auch immer mal wieder zu üben, aber gelingt mir einfach, ja, nur zu einem Bruchteil dessen wie in freier Natur. Ja. Wie empfindest du das für dich? Mir gelingt das auch viel besser in der Natur. Und bei mir ist es das Fühlen, was so am allerstärksten ausgeprägt ist. Und das, ich liebe das auch, weil das so über den ganzen Körper geht. Das ist so groß, sage ich mal. Die Wahrnehmung ist so groß möglich. Und mir fällt gerade ein, mein eindrücklichstes Erlebnis, mein allereindrücklichstes Erlebnis hatte ich mal am Meer, ist ja auch Natur. Und das könnte aber jemand, das könnte natürlich auch in der Natur, im Wald passieren,
mir ist es am Meer passiert, dass ich da mal länger gesessen habe und habe auf jemanden gewartet und habe einfach aufs Meer rausgeguckt und bin da anscheinend, und ich weiß nicht, wie es passiert ist, plötzlich komplett aus den Gedanken rausgefallen und war nur noch in meinem Sein. Und ich habe so diese Verbundenheit gespürt. Ich habe gespürt, dass ich auch dieses Meer bin, dass ich der Himmel bin, dass ich diese Weite bin. Und es war, ich kann das gar nicht, es war wunderschön. Es war eines der schönsten Erlebnisse, die ich überhaupt hatte in meinem Leben, das zu fühlen. Und das kann einem, glaube ich, oder mir passiert sowas nur im Wald, oder nur in das kann einem nur in der Natur passieren, und es könnte auch im Wald passieren, wenn man sich da vielleicht durch diese Sinne drauf einlässt und es irgendwie mal möglich wird, aus dem Kopf auszusteigen. Und ich habe es auch schon ein paar Mal versucht jetzt im Nachhinein, weil es so toll war. Ich habe es, also mit diesem Willen habe ich es nicht hingekriegt. Das ist wirklich ein komplettes Loslassen und alles sein lassen. Aber das wird, glaube ich, auch möglich, wenn wir über die Sinne versuchen wahrzunehmen und damit automatisch auch raus aus dem Kopf sind. Hm? Ja, ich denke, dieses Absichtslose, das ist grundsätzlich überall möglich, so denke ich. Den einen gelingt es auch mitten in einem geschlossenen Raum. Aber da kann ich mir schon auch vorstellen, dass diese Weite, die du da jetzt gespürt hast vom Meer, oder ich sehe jetzt auch gleich so einen Berggipfel vor mir, wenn du auf dem Berggipfel sitzt und siehst da über das Land, ja, dass dann vielleicht mir persönlich auf jeden Fall dieses Gefühl sicher schneller aufkommt oder es einfacher mir gelingt, in dieses Einssein einzutauchen, in dieses Loslassen der Gedanken. Und hast du schon mal unter freiem Himmel geschlafen? Ja. Weil das finde ich ja auch sowas. Also ich kann nirgends wo so gut und tief und schnell einschlafen und wirklich so erholt schlafen, wie wenn ich einfach mitten in der Natur schlafe. Das bewundere ich ehrlich gesagt an dir, weil ich dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich liege dort im Wald, könnte ich es mir nicht gut alleine vorstellen. Da würde ich, weil ich es nicht gewohnt bin, zu sehr erstmal hören und abtasten. Sind das Geräusche, die könnte Gefahr kommen, knackt da ein Tier, kommt da gleich ein Tier über mich drüber gelaufen oder so. Aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, mit jemand zusammen oder auch vielleicht in einem Zelt erstmal. Du bist es gewohnt. Aber ja, vielleicht ist es das. Ja. Ich liebe es, zu campen. Und früher habe ich auch tatsächlich, da haben wir eben auch als Jugendliche, junge Erwachsene, haben wir auch oft, wenn wir in Urlaub gefahren sind, so am Meer geschlafen oder auch im Wald geschlafen, irgendwo frei. Ich habe das immer geliebt, dieses mittendrin zu sein in der Natur. Wunderschön. Ich dachte mir jetzt einfach, vielleicht fühlst du dich auch von den Wahrnehmungen her zu Hause mit diesen Sinneseindrücken da. Ganz anders als in diesen fremden Sinneseindrücken mitten in der Stadt. Und dann könntest du vielleicht auch besser eben in dieses Loslassen kommen, in dieses Absichtslose, in diesen entspannten Zustand. Also für mich sind auf jeden Fall unsere Sinne der Weg dahin. Und über diese 5 Sinne, die wir haben, wenn wir da uns drauf einlassen und uns auch drauf fokussieren, wie du das schon beschreibst, wenn man das immer mal übt, sagen, okay, was höre ich denn hier? Dann bekommt man eben auch Zugang zu so erweiterten Wahrnehmungen, zu diesen Hellsinnen. Die gehen auch über diese Sinne drüber. Das ist einfach auch ein Training. Ja, das denke ich schon auch. Und das kann man wieder wie hervorholen. Also wenn man vielleicht in einem Sinne sich etwas abgestumpft fühlt, die kann man wieder
sensibilisieren. Die kann man wieder verfeinern. Das bin ich auch ganz klar der Meinung. Und da bieten sich jetzt die Sommermonate zum Beispiel perfekt an, wenn du einfach nur mal barfuß gehst. Vermehrt ja. barfuß gehst. Und das ist ja auch also Wellness pur, wenn du barfuß in der Natur unterwegs bist. Nicht auf dem Asphalt, sondern über eine feuchte Wiese spazierst oder eben durch den Wald spazierst, ja. über das weiche Moos, über Kieselsteine. Mhm. Alleine schon das finde ich also wunderschön. Ja, ja, wirklich. Es ist einfach sinnlich, ja, sinnlich alles wahrzunehmen. Was ich auch immer so liebe, ist im Frühling dann die Sonne auf der Haut zu spüren, wieder den Wind und dann im Zusammenhang mit dem Geruch von der Natur. Das geht mir auch so. Es ist sehr erfüllend. Ja, es füllt mich immer auf. Eben, ich könnte dir wahrscheinlich auch so Duft Dosen hinstellen mit Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und du würdest da gleich in ein ganzes Bild eintauchen können. Ja, genau. Genau, und ja. das finde ich dann eben diese Qualitäten, die ich sehr schätze oder die ich denke, die dürfen wir auch annehmen als Geschenk, zu sagen, wow, so schwierig es vielleicht manchmal auch erscheinen mag, mit dieser Sensibilität zu leben. Aber das sind dann schon diese Momente, wo ich einfach nur dankbar bin dafür. Genau, ich auch. Ja, letztens hat mich auch wieder jemand gefragt, ja, ist denn das für dich mehr so Fluch oder Segen? Und da habe ich nur gesagt, ich liebe es. Also ich habe das nie als Fluch empfunden. Das liegt aber auch daran, weil ich viele, sag ich mal, Symptomatik, viele Probleme, die damit auftreten können, die habe ich nie in Zusammenhang mit der Sensibilität gesehen. Und je mehr ich dann eingetaucht bin in die Thematik, habe ich auch gesehen, dass diese Probleme, die dadurch entstehen, die haben eben häufig andere Ursachen. Aber die Sensibilität ist nicht das Problem, sondern aber das wird jetzt hier zu weit führen. Da kann ja vielleicht jemand nochmal den Podcast anhören von mir. Da gibt es eben andere, viele andere Ursachen, die Probleme machen in Zusammenhang mit der Sensibilität, ja. Eben, ich denke, also Sensibilität wird oftmals einfach auch etwas verteufelt, dass es gleich bei den Kindern so heißt, ach, du bist so sensibel, sowas, oder? Dieser Touch ja. bekommt es dann. Aber im Grunde genommen würde ich auch sagen, es ist eine große, große Qualität. Und ja, wenn immer möglich, eben seine Sinne nicht abstumpfen lassen, sondern ja. die so blühen lassen, weil das gibt so ein umfassenderes Bild der Welt. Ich finde das einfach schön. Das macht alles viel bunter und viel spannender. Ja, genau. Genau. So ist es. Ja, Stefanie, ein riesiges Dankeschön dir für diesen wunderbaren Austausch. War einfach wieder schön mit dir. Und ja. Wir werden unten in den Shownotes klar noch deine Webseite verlinken, wer sich da also mal reinhören möchte über ganz viele Themen zur Hochsensibilität. Ich sage euch, da werdet ihr mehr und mehr diese eure Anteile schätzen zu lernen. Genau. Dankeschön. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank. Und danke, dass du diesen wertvollen Podcast machst und den Menschen den Wald und die Natur so nahe bringst. Ich finde das so wichtig und ich danke dir sehr. Schön, dass du heute dabei warst. Und hast du dich vielleicht sogar in einigen Teilen ein Stück weit selbst erkannt? Fühlst du dich auch manchmal besonders feinsinnig oder empfindsam? Möchtest du mehr über das Thema der Hochsensibilität erfahren, dann hör doch einmal rein in den Podcast Hochsensibel Auja. Und nimm dir doch in den nächsten Tagen einmal die Zeit, um für dich zu reflektieren, wie du ganz persönlich die Natur wahrnimmst. Welche Sinne fühlen sich bei dir ganz besonders angesprochen, wenn du in der Natur unterwegs bist? Wo kann dich die Natur in deinem Sein unterstützen?
Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilen magst. Schreib mir eine E-Mail unter kraftbaum@gmx.ch oder kontaktiere mich über die Webseite www.kraft-baum.com. Und jetzt wünsche ich dir einfach wiederum eine wundervolle Woche und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Sandra.